Sony Computer Entertainment präsentiert Naughty Dog Blue Point Games Uncharted The Nathan Drake Collection. Ja, wir haben Uncharted 1, Drake's Fortune oder zu Deutsch Drake's Schicksal, gespielt. Allerdings das Original. Ich wusste nicht, dass es ja geremasterte Versionen gibt. Das tut mir sehr leid. Wir spielen nun die Remaster-Version in der Collection Uncharted 2 Among Thieves. Los geht's. Uncharted 2, Among Thieves. Da waren wir bereits. Zum Beginn X drücken. Optionen. Ich guck mal. Spielsteuerung. Ich lass das mal so, ne? Hier Audio, Lautstärke, Ausgabe. Oh Gott, was will der denn von mir? Stereo-Lautsprecherwinkel. Ich hab Kopfhörer auf. Lass mich doch in Ruhe. Sprache. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Das ist alles super. Da freue ich mich. Spiel. Untertitel. Oh, Untertitel tatsächlich an. Ich bin ein Freund von Untertiteln. Ich weiß nicht mal warum. Eigentlich zerstören die Thumbnails, aber... Fotomodus? Nein, brauche ich nicht, danke. Dann legen wir mal los. Fortlaufender Speedrun. Nee, wir spielen die Kampagne, ne? Schwierigkeitsgrad. Forscher, einfach, normal, schwierig, extrem schwierig, gnadenlos, Alter. Bei Forscher stand eine Notiz. Für alle, die einfach das Spiel sehen möchten. Ja, nein, danke. Ich spiele auf normal. Neue Spieldatei. Ja, bitte. Das ist ja mal ein toller Start. Kapitel 1. Felsenfest. Oh, ich mag die Kapitel. Oh, ich finde es schön, dass es das gibt. Was darf ich denn? Was muss ich denn? Ich meine, kann man sie hier auch fallen lassen? Ich weiß es nicht. Ich kann doch nicht springen. Ich kann gar nichts. Ich. Ah, Okay. Ah, ja, gut, alles klar. Einmal mal in den Rohren und... klar. Ah, Svenja. Nein, Stein! Alter! Boah! Der Mann, ne? Ja, felsenfest, ne? Drücken Sie X zum Springen. Ja, Tutorial, ne? Klar.
Ich mag nicht, ich mag nicht die Unterseiten von Halo. Von Fahrzeugen. Da habe ich immer Angst, dass gleich irgendwas in die Luft geht. Eieieiei. Dann muss ich mich beeilen oder also stürzt der ganze Berg gleich noch in sich zusammen oder wie sieht das aus? Alter! Jetzt sich doch voll fett den Finger jetzt eingeklemmt. Ich habe einfach gedrückt, es tut mir leid. Wo heilt er sich denn da gerade fest an so einer Beule? Alter. Der Mann, ne? Ein wahrer Überlebenskünstler. Ach so, ja, sorry. Ich dachte, ich muss das Rohr hoch. Ach du Scheiße. Ja, ein Fehler und wir sind Blutmatsche. Ja. Alter. Weißt du, er springt einfach drauf. Statt sich hier rechts an diesen komischen Seilen und an diesem Gerüst festzuhalten. Nein, der muss den Sprung natürlich wagen, klar. Ich weiß noch nicht so genau, was mir... was mir der Anfang hier sagen soll. Wir machen einfach mal, ne? So, ich kletter mal. Ja, los, rauf. Man muss jetzt zweimal X drücken, weil einmal zieht er sich hoch und dann den Rest des Körpers. Nein. Ja, genau, hier wollte ich hoch. Los, schneller. Oh. Was? Warum jetzt auf einmal? Ja, los, hoch da. Achso, warte, wo muss ich denn hin? Ich sehe es leider nicht. Ach, jetzt kann ich hoch. Alter, der ganze Zug, ne? Ganz langsam, ganz ruhig. Alles ist gut. So, hier. Ja, ich komme da nicht. Hoch da, los, Kollege. Oh nein. Okay, scheiße, schnell. Alter. Nein! Oh Gott. Er sieht so blass aus, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht ist es auch gewollt. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch.
Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Keine Frage. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Ja, so viel zum Thema, was soll denn schon schief gehen, ne? Ich verstehe, okay. Es geht mal wieder um einen Schatz, ne? Klar, wir spielen Uncharted, da ist das üblich. Und es ist anscheinend sehr viel schief gegangen. Darf ich erwähnen, die Chloe, oder nein, nicht Chloe, die ist aus Miraculous. Chloe, ich kenne die, ich verrate aber noch nicht warum. Das Spiel ist blind, ne? Nur mal so, ne? So, was passiert jetzt? Heilige Scheiße. Ja, lass den Baum noch umkippen. Komm. Der sorgt dafür, dass ich nicht wieder zurück kann. Ja, ja. Zufälle heißt es dann wieder. Zufall. Oh ja, genau. Leg die auch noch auf die Fresse. Ich weiß nicht warum, aber ich muss dieses Feedback mal eben ganz kurz geben. Irgendwie wirken die Charaktere so unreell. Ich weiß, es ist ein Remaster. Da ist das nicht immer einfach, aber selbst im ersten Teil, wo wir das Original gespielt haben, hatte ich nicht dieses Gefühl. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich zurzeit Besseres gewohnt bin. Aber es ist ja ein Remaster, ne? Es ist ja eine Collection. Okay, das hat mit der Collection wenig zu tun, aber... Hallo, ich hab Dreieck gedrückt. Dankeschön. Ach ja, die guten alten Waffen-Icons. Alter, ist das euer Ernst? Guckt mal, wie scheiße Nate aussieht. Wie verpixelt die Waffe und das Blut und alles ist. Wie so eine wandelnde PNG-Datei, die gerade so transparent ist. Also sorry. Sorry, Naughty Dog, aber weiß ich nicht. Das könnt ihr nicht als Remastered abklatschen. So, Schätze gibt's auch wieder. Erster Schatz. Untersuchen? Ja, bitte. Erster Schatz. Sarasvati-Statue. Kann ich mir die an... Ja, guck mal hier, ich kann wieder drehen. Ja, schön. Der ist hoffentlich einiges wert. Also, weiß ich nicht. Ich habe noch nie alle Schätze gefunden. I'm sorry. Aber dafür gibt es Guides. Also, sorry. Ich finde die, die ich finde. Was haben wir hier? Ach, Munition. Die Frage ist, wofür brauche ich denn die?
Hier das Holz zum Beispiel, ne? Das sieht super gut aus. Oh. Verschlossen. War ja klar. Genau, drücken. Ich wollte gerade sagen, das geht nämlich. Hehehe. Kurze Frage. Das ist doch hier ganz offensichtlich ein Tank, ne? Schade. Hm. Ja, hat so viel Just Cause gespielt. Was drücke R1 zum Nachladen? Oh oh. Ha! Jesus Karma. Wo kommt denn der her? Warum sind hier Menschen? Warum hat Nate immer mit Leuten zu tun, die ihn umbringen wollen? Warum? Weißt du, im ersten Teil waren es diese komischen Zombies, die diese mutierten Spanier, ich erinnere mich noch gerade so, die mich auch echt in den Wahnsinn getrieben haben. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Und was ist es diesmal? Ich hoffe, es sind diesmal wenigstens Menschen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hoffe es einfach. Hat er sich den Arm eigentlich gebrochen, sag mal? Oder ist es einfach nur eine Wunde? Nee, hier komme ich nicht weiter. Er hat sich auf jeden Fall am Arm verletzt. Das steht fest. Nee, warte, von hier bin ich doch gekommen. Hä? Achso, ich muss klettern. Entschuldigt. Alter, was für Sprünge der manchmal hinlegt. I'm jumping. Oh Gott. Ey, das Holz, ne? Das sieht voll gut aus. Alles sieht voll gut aus, außer Nate. Also gut aussehen im Sinne von Grafik tatsächlich, ne? Nicht im Sinne von, Kollege, du siehst aber schlecht aus. Muss ich hier... Nee. Es geht nicht. Ach, ich kann hier wieder klettern. Oh, man kann immer überall da klettern, wo man es nicht sieht. Okay, und das Feuer sieht auch gut. Ach, du heilige Maria. Alter. Boah, der hat doch jetzt safe einen Wirbelbruch. Ah, aua, ah, Mist, aua. Ah, aua, ich kann sowas nicht sehen. Es tut mir leid. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Hä? Ich hab Fragen. Ah, jetzt kann ich aufstehen. Aber ich dachte, er hätte was mit Elena. Also, oder bin ich falsch informiert? Das war doch so am Ende des letzten Teils, ne? Die mochten sich doch. Zu viel gesoffen. So, wo muss ich jetzt schon wieder hin?
Hallo, Kollege? Ja, geh doch da durch, Mensch. Wie lange nicht, weißt du? Aber hier muss ich wieder... Weißt du, ganz ehrlich, hier kann er nicht rüber. Er kann nicht in den nächsten Abteil des Zugs springen, ne? Hier einfach mal klettern. Aber da springt er jetzt hin. Weißt du? Weil es ist, also, entschuldige, aber... Vielleicht macht das Spiel auch ein bisschen aus. Kann sein. Aber ich finde es echt crazy. So, schnell da hoch. Sonst passiert noch was. So, wir gehen einfach ganz langsam. Ne, ganz langsam. Damit hier nicht noch mehr einstürzt. Alter, oh Gott. Guck mal, Schnee sieht aus wie Koks. Alter, der sieht echt nicht gut aus, der Mann.